Egal welche Krise, es kommt immer dazu, dass man keinen Strom mehr hat. Man hat leider nur einen Stromherd. Dazu kommt, dass ohne Strom natürlich die Zentralheizung auch ausfällt, also es ist kalt und darum sollte man sich vorbereiten. Ich habe hier mir so einen kleinen Gasofen gekauft. Ihr seht, der ist schon ein bisschen ramponiert, ein bisschen dreckig. Müsste den mal wieder sauber machen. Das Teil kriegt ihr für unter 50 Euro mit 16 dieser Kartuschen, die da drin sind. Die sind Sicherheitskartuschen. Wenn die da rausgehen, dann funktioniert es auch nicht mehr. Ja, um hier auch wieder ein bisschen zu sparen, muss man dafür sorgen, dass es nicht zu viel Gas verbraucht. Ich habe euch schon mal gesagt, ich soll so eine Tatunka-Kasse nehmen für Kleinigkeiten, was heiß machen. Das ist schön, aber wie ihr seht, fällt die da durch. Dann habe ich mir auch aus so einem Metallgitter etwas gebastelt. Und da kann man dann auch die Tasse wunderbar draufstellen. Jetzt hat man schon mal was zum Kochen. Natürlich mit dem Topf solltet ihr dann den wählen, damit alle auch satt werden. Das heißt, ihr solltet natürlich die Topfgröße so anpassen, dass ihr für alle was kochen könnt in dem Topf und dass er nicht zu groß ist und ihr zu hoch am Rand kommt, um nicht zu viel Wärme zu verschwenden, also auch Gas zu verschwenden. Wenn ihr Tee oder Kaffee macht oder heißes Wasser, ihr müsst immer damit rechnen, es ist nicht gerade sehr warm in eurer Wohnung und ihr habt wahrscheinlich Bedarf an was Warmen, ob das Brühe ist, Kaffee ist, Tee ist, heißes Wasser mit Zitrone, was ja auch immer ihr euch machen wollt oder ihr habt noch eine Knolle da, dann besorgt euch auf jeden Fall das hier. Eine Thermoskanne aus Edelstahl. Und zwar innen und außen aus Edelstahl und die hält überraschenderweise, obwohl beides aus Edelstahl ist, also kein Glas, geht also auch nicht kaputt, wenn man es irgendwo mal gegenhaut. Ist von der Firma Emsa. Mache jetzt auch mal ein bisschen Schleichwerbung dafür, Emsa. Da passt ein guter Liter rein und die bleibt wirklich mehr als 12 Stunden warm. Unglaublich, hab ich welche gehabt mit Glaseinsatz, gehen auch, aber die sind halt robust und die kann man auch wirklich dafür verwenden. Gibt es auch in größerer Fassung, ich glaube 2,5 oder 5 Liter. Überlegt euch, was ihr brauchen könnt. Sind nicht so teuer in der Anschaffung. Aber ihr macht dann nur einmal hier Wasser, Hai oder Getränke warm oder heiß, füllt sie in die Thermoskanne und habt dann einige Stunden lang etwas zu trinken. Der Tatonka-Becher, den ich erwähnt habe, der eigentlich auch in diesen UBW gehört, da passen die meisten Flaschen rein. Also auch diese Thermoskanne würde reinpassen, aber auch diese Nalgene-Kunststoffflasche, die hole ich jetzt mal und dann zeige ich euch das. So, ich habe die Nalgene-Flasche mal geholt. Die ist BPA-frei. Die passt auch haargenau in diesen Tatonka-Becher. 1 Liter mit einem Weithalsverschluss. Kann man auch warme Getränke einfüllen. Bleiben halt nicht warm. Aber man hat wenigstens 1 Liter dabei. Ja, wenn der Strom ausfällt oder eine andere Krisensituation sich schon konkret abzeichnet, dann füllt auf jeden Fall alles, was geht, mit Wasser, mit Leitungswasser. Selbst wenn der Strom wieder kommt, mein Gott, mehr als einen Kubikmeter könnt ihr eh nicht irgendwo speichern. Selbst für Badewanne passen so um die 200-300 Liter. Alle Waschbecken und Töpfe zusammen, da werdet ihr vielleicht maximal auf einen Kubikmeter kommen. Der kostet zwischen 4,50 € mit Abwassergebühr und 5 Euro. Das könnt ihr verschmerzen. Wenn da nichts ist, habt ihr Glück. Wenn was ist, habt ihr was zu trinken. Ein leidiges Thema. Oft wird gesagt, ja, man kann ja auch das Wasser aus den Toilettenspülkästen hernehmen zum Trinken. A, ist es sehr schwer, das Wasser wieder rauszukriegen. Da braucht ihr einen Schlauch, ihr müsst das absaugen. Und zum anderen, ja, das Wasser da drin ist nicht gerade sehr hygienisch. Da ist schon sehr viel Schmodder teilweise drin. Man macht die ja nicht regelmäßig sauber. Oder auch die Idee, Wasser aus dem Heizungskreislauf fürs Trinken zu verwenden, vergesst es.
Da sind meistens Zusätze drin, um einen pH-Wert einzustellen auf möglichst neutral, damit das Wasser nicht so schnell umkippt. Ich würde es nicht trinken. Ja, es gibt in Europa nicht unbedingt so eine Dürrekatastrophe, dass man sich nicht Wasser woanders her beschaffen kann. Einige haben vielleicht sowas schon, einen kleinen eigenen Garten, und da steht jetzt bei uns ein IBC mit 1000 Liter und eine kleine Regentonne mit 240 Liter. Und sieht ja auch noch einen Haufen Eimer, die habe ich für ein anderes Projekt mal gekauft. Aber egal, man kann alles füllen und hier ist man auch unabhängig, weil man Regenwasser auffangen kann. Nah am Haus, damit man nicht allzu weit laufen muss, um sich Wasser zu holen. Sollte der Strom weg sein, dann haben wir diesen kleinen Kaminofen. Ich habe da auch schon mal immer was drin. Man muss also nur noch anzünden. Machen wir auch so mal außerhalb der Krise, ganz klar. Wir haben ja. Ja, und das ist schon wieder etwas, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Da ist zu wenig Holz drin. Wenn das so ein bisschen leer ist, dann sollte man gleich wieder auffüllen. In den ersten Stunden oder am ersten Tag wird noch nicht viel los sein, da könnt ihr das Holz noch einfach so holen. Ansonsten habe ich in dem anderen Video schon mal gesagt, wie ihr da am besten vorgeht. Mit einer großen Tasche raus, einer holt das Holz, einer passt auf, dass da keiner Probleme macht und warnt bei Gefahr. Das hier wäre eben so eine große Tasche, mit der man das Holz eintransportieren kann. Und dann kann man es zur Not ja auch noch herinnen schlichten, sodass man vielleicht auch zweimal gehen kann oder dreimal. Der Strom ist weg. Eine andere Krise ist gekommen und wir müssen mehr als 24 Stunden so ausharren. Da gibt es dann schon die ersten Probleme. A wird die Toilettenspülung nur einmal funktionieren und danach, wenn kein Wasser mehr nachkommt, wahrscheinlich nicht wieder. Und dann hat man ein Problem. Man hat zwar eine Toilette, man kann auch drauf gehen, aber spülen kann man nicht mehr. Aber das stimmt nicht. Ihr braucht ja auch sonst Wasser. Zum Beispiel, um euer Geschirr abzuwaschen. Macht das in einer Schüssel. Und diese Schüssel, was dann Wasser drin bleibt, egal, das ist ja sowieso mehr oder weniger mit Reinigungsmittel versetztes Wasser, das ihr nicht mehr trinken könnt, das sammelt ihr in einem großen Eimer. Und mit dem großen Eimer könnt ihr dann immer wieder mal nachspülen auf der Toilette. So spart ihr eine Menge an Wasser, weil es zweifach verwendet. Einmal zum Abspülen, einmal für die Toilette. Und lasst euch sagen, man muss nicht jedes Mal, wenn man sein kleines Geschäft verrichtet, nachspülen. Oder mit dem ganzen Eimer nachspülen. Wo kommt noch Wasser her? Ja, ihr müsst zwangsläufig auch irgendwann mal eure Wäsche waschen. Waschmaschine geht nicht mehr. Also wohl dem, der noch Seife, Schmierseife zu Hause hat und eine größere Zinkwanne. Vielleicht auch noch mit einem Wäschebrett und dort die Wäsche waschen kann. Trocknen? Trocknen ist kein Problem. Ihr könnt es überall aufhängen. In eurem Keller habt ihr bestimmt eine Wäschespinne. Da könnt ihr kleinere Sachen auch aufhängen. Das Wasser bitte auch nicht in den Ausguss schütten, sondern, wie vorher auch, in Eimer füllen und zum Toilettenspülen benutzen. Jede Zentralheizung hat so ein nettes kleines Schalterchen, das sogenannte Notschalter. Schalte ich ihn aus, geht die Heizung aus. Die geht natürlich auch aus, wenn kein Strom mehr anliegt. Ah, hier haben wir schon mal so eine Wäschespinne. Also im Keller ist immer genug Platz, auch wenn die restlichen Geräte hier nicht mehr funktionieren. Ja, aber die Heizung funktioniert dann auch nicht mehr. Dann schaut es natürlich schlecht aus mit Wärme. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Ja, hier die Wäschespinne. Unsere Wäsche. Das ist unser Heizungskeller. Also gut, wenn die Heizung hier komplett ausfällt, dann wird es mit der Zeit kalt werden. Unangenehm, kühl zumindest. Außer ist Sommer. Dann ist es vielleicht auch zu warm. Aber Warmwasser habt ihr auf keinen Fall mehr. Wasser müsst ihr immer wieder warm machen. Jetzt gibt es mehrere Alternativen. Ihr könnt euch einen Wandler von 12 auf 220 Volt besorgen, einen großen Akku mit 100 Ah. Und meine Heizung hier braucht so ziemlich genau 65 Watt inklusive Pumpenbetrieb. Und ja, dann könnt ihr mit dieser Notstromversorgung, die ihr dann draußen anklemmen müsst an diesen Schalter, vielleicht bereitet ihr auch das schon vor,
so eine Ausschaltefunktion mit, oder besser gesagt Umschaltefunktion zu einer Einspeisung. Dann läuft zumindest die Zentralheizung wieder, solange ihr Gas bekommt. Ich weiß nicht, ob die Technologie vorsieht, dass das Gas automatisch gesperrt wird, also ein Fail-Safe-Prinzip, wenn der Strom weg ist, oder ob das Gas weiterhin aus dem Hahn strömt. Da müsste man sich schlau machen. Werde ich vielleicht mal tun. Wenn wir schon hier im Keller sind, dann zeige ich euch noch was. Ich habe mir dieses Teil hier gekauft. Damit kann man, mit diesen Teilen kann man die Türen von innen blockieren, wenn sie nach innen aufgehen, so dass es schwerer ist, sie einzudrücken oder aufzuhebeln. Natürlich solltet ihr Schlüssel für die Tür haben und von innen nochmal zusätzlich absperren. Überall, wo man rein kann, da kann man auf unsere Garage in den Keller, da bringt man am besten so eine Vorrichtung an. Man könnte auch noch, das würde ich auch noch machen, hier links und rechts ein Stück rausstemmen und dann einen Querbalken da reinbauen. Also im normalen Betrieb ohne Wisch würde er da auf der Seite stehen, wo es die Stöcke stehen, und dann würde man ihn einfach da von oben rein klitschen lassen. Könnt ihr euch das sicherlich vorstellen. Auch so kann man Türen sichern. Nun habt ihr in eurem Keller eine Menge Vorräte. Ja, ihr seht, das ist nicht so viel. Da haben wir noch wesentlich mehr. Aber so die kleinen Vorräte, sage ich mal. Da in den Maischetton ist auch noch was drin. Ja. Was haben wir hier im Keller? Alles schön und gut. Wir müssen also täglich, oder wenn man Bedarf ist, in den Keller runter und Vorräte nach oben bringen. Schlau ist es, Sachen, die man oben nicht mehr braucht, aus dem Wohnbereich zu entfernen. Da komme ich nämlich gleich drauf. Ihr könnt, wenn die Heizung ausfällt, ja nicht alles heizen, das ganze Haus. Wir haben hier zwei Erdgeschosse, also Erdgeschoss, erster Stock und so eine ausgebaute Dachmansarde. Und das wird viel zu aufwendig werden, das alles zu heizen. Ihr werdet viel zu viel Holz verbrauchen. Also versucht man, möglichst wenig zu heizen. Sprich, die Küche, das Wohnzimmer, und schlafen kann man auch im Wohnzimmer. Und eine Decke verhindert dann, dass die Treppe die Wärme hochgeht. Also wir hängen die dann praktisch so hin, dass die warme Luft nicht so leicht nach oben steigen kann, damit es unten halt wärmer bleibt. Habe ich schon gesagt, Wärmemanagement. Ihr heizt hier mit Holz dann. Und das solltet ihr euch zur Gewohnheit machen, alle Türen, die da sind, zuzumachen, damit ihr die Wärme nicht gleich wieder verliert. Wir haben hier noch einen Schacht vom Ofen, der eigentlich im Wohnzimmer steht, in den Gang, sodass wir hier dann eben auch noch den Gang und angrenzend natürlich unsere Küche heizen können. Hier beim Treppenaufgang, da würde ich eben einen schweren Vorhang montieren, da oben eine Schiene rein, damit man den Vorhang einsetzen kann, damit die Wärme nicht gleich hier nach oben geht. In den Türen stecken schon die Schlüssel auf der richtigen Seite, also innen, dass man auch jederzeit zusperren kann. Hier ist unsere Eingangstür. Die ist übrig geblieben von dem Haus, das wir mal erworben haben. Die ist nicht sehr stabil und mit Glas, also die kann man sehr leicht einschlagen und einbrechen. Und hier haben wir dann praktisch die Toilette. Ja, also alles, was man braucht, im Erdgeschoss. Wir haben in jedem Stockwerk eine Toilette. Wir haben in jedem Stockwerk eine Toilette. Das macht die Sache natürlich etwas einfacher. Wir haben auch im Keller eine Nottoilette. Und auch der Revisionsschacht für unsere Toiletten ist natürlich im Keller, ganz klar. Wir haben überall Rollos. Nicht elektrisch betrieben, sondern so richtig oldschool. Und diese ganzen Rollos, die wir haben, haben wir damals schon beim Kaufen darauf geachtet. Die sind gegen Hochschieben geschützt. Also man kann sie nicht von außen einfach hochschieben, hochhebeln, auch wenn es ein bisschen Mühe macht. Wir werden alle Türen zusperren, die wir nicht brauchen. Also zwischen Wohnzimmer, Flur und Küche, die Türen bleiben offen. Aber die Kellertüren, davon haben wir mehrere, und die Tür hier oben zum Raufgang vom Keller, die werden verschlossen sein, und zwar so, dass man sie von unserer Seite aus betätigen kann, also aufsperren kann. Warum?
man erschwert es den Leuten reinzukommen und man hört dann mit durch, wie müssen Geräusche machen, um die Türen zu überwinden, einschlagen oder wie auch immer. Da hat man zumindest eine gewisse Zeitspanne, um sich vorzubereiten. Auch wenn es jetzt nicht viel bringt, dann halte ich trotzdem auch über Herbst-Winter so eine kleine Ansaat bereit. Das ist Brunnengresse und Gresse und Kräuter, die auch drinnen wachsen. Ja, nahrhaft sind sie nicht unbedingt, man wird davon nicht satt, aber man kann damit seinen Reis ein bisschen mehr Geschmack verleihen. Und ein paar Vitamine gibt es nebenher auch noch. Das ist unser Balkon, der führt auch hinten raus zum IBC und zum Holz. Hier wird noch eine Aluminiumleiter untergebracht werden, mit der man vom Balkon runterkommt. Denn die unteren Türen, die werden wir nicht aufmachen. Wir werden, wenn wir rausgehen müssen und fliehen müssen, es sicherlich über eine Leiter machen. Es ist eine zweite Fluchtmöglichkeit hier über eine Leiter, entweder rüber aufs Dach, so ein kleines Dach auf der Garage, oder direkt in den Garten. Das ist das besagte Garagendach. Das hier, wo wir sind, ist unser Schlafzimmer. Und da kann man mit einer kleinen Hilfe leicht runterkommen auf das Dach auch, also eine dritte Fluchtmöglichkeit. Man kann allerdings auch locker hier einsteigen, dann wird hier das Rollo auf jeden Fall auch unten bleiben. Was ihr auf jeden Fall auch haben solltet, ist ein funktionierender Feuerlöscher, besser vielleicht zwei, und eine Feuerlöschdecke, die sollte sowieso bei jedem in der Küche sein. Fettbrände kann man nun mal nicht normal löschen, da ist eine Feuerlöschdecke optimal. Ja. Was ihr natürlich auch noch haben sollt an einem Ort, der kühl und dunkel ist, bei uns wäre es der Abgang zum Keller, ist ein Medikamentenschrank. Da solltet ihr die bevorrateten Medikamente haben. Die Medikamente, die ihr täglich braucht, die könnt ihr auch in der Küche oder im Wohnzimmer lagern. Wenn ihr wisst wo, kein Problem. Ich habe vorhin schon mal gesagt in einem anderen Beitrag, dass ihr Erste-Hilfe-Sets euch besorgen sollt und immer wieder in diesem UBB bereithalten solltet. Am billigsten und einfachsten ist es, wenn man sich Autoverbandskästen organisiert. Da steht auch das Ablaufdatum drauf. In so einem Autoverbandskasten ist in der Regel alles drin, was man standardmäßig brauchen kann. Und ja, die kann man leicht übereinander stapeln und ersetzen, wenn sie abgelaufen sind. Ich habe auch schon welche gefunden für 1 Euro, 1,50 Euro. Und das ist nun wirklich nicht viel Geld. Wenn ich da in die Apotheke gehe und ja, das gleiche an Inhalten kaufe, dann zahle ich meistens mehr. Das Ganze kann man natürlich ergänzen um Dinge, die da nicht drin sind. Aber das seid ihr gefragt, ihr müsst auch ein bisschen drüber nachdenken, was ihr denn so alles braucht. In einem Haushalt gibt es eigentlich immer etwas zu tun. Das ist natürlich auch im Back-in der Fall. Ihr solltet immer versuchen, ja, das, was wirklich nötig ist, auch zu tun. Und zwar im strukturierten Ablauf, habe ich auch schon mal erwähnt. Also immer zur selben Zeit frühstücken, jemand bereitet für die Nachtwache, hält schon mal das Frühstück vor. Immer zur selben Zeit Mittagessen. Ihr müsst waschen, ihr müsst ein bisschen aufräumen und ihr müsst Staubsaugen. Staubsaugen, halt mal, war da nicht was mit dem Strom? Kleiner Moment. Ja, ich glaube, nicht viele werden das Teil kennen. Ich habe es auch bei meiner Oma das erste Mal gesehen. Es ist ein Staubsauger, der ohne Strom funktioniert. Also eigentlich ein Kehrbesen. Aber auch damit kann man so ein bisschen zumindest den Boden sauber machen. Im Keller bei den Vorräten habt ihr auch eine Getreidemühle gesehen. Die gibt es natürlich sowohl mit Elektroantrieb als auch mit manuellem Antrieb, also mit Handkurbel oder mit beiden. Ja? Das ist immer die Frage, was man an Geld ausgeben will und ob man überhaupt Getreide eingelagert. Hier ist der bei der Heizung schon erwähnte 12 Volt auf 220 Volt Konverter. Der schafft Dauerleistung 1500 Watt. Das reicht also nicht nur für unsere Heizung, sondern auch für die beiden Gefrierschränke, die wir haben. Wir versuchen allerdings so wenig wie möglich in den Geschirrschränken einzulagern. Das meiste kochen wir einfach ein. Dann habe ich ja von diesen Falt-Solar-Panels gesprochen, mit dem man auch das USB-Kabel drin, so eine
USB-Lade-Regelung. Da ist auch noch so eine ganz, ganz kleine Powerbank drin. Die hat nur 5000 mAh. Als kleiner Zwischenstutzakku. Damit könnte man alle Geräte aufladen, die USB-Eingänge haben. Das hier ist jetzt nur eine kleine 20 Watt und ich habe noch eine größere, die hat dann Dreifaltpanels, die hat 30 Watt. 30 Watt ist nicht viel, man sollte trotzdem dann Spaß mit umgehen. Und geladen wird dann auch AAA-Akkus oder Doppel-A-Akkus mit diesem kleinen netten Tool. Da seht ihr schon, da passt der Akku rein. Die kürzere Variante AAA, die passt da auch rein. Ja, verkehrt rum. Die AAA kommt hier unten rein, die AAA oben hin. Das Ganze hat auch wieder einen USB oder USB-C-Anschluss. Und auf der anderen Seite natürlich ein Stecker. Das habe ich jetzt auch benutzt, um Strom anzustecken. Und da lade ich immer meine Geräte, beziehungsweise da lade ich immer meine Akkus. Das Teil hat einen Vorteil. Es schaut erstmal nach, ob der Akku noch geladen ist, entlädt ihn bei Bedarf, um ihn dann wieder aufzuladen. Und wenn die rote Lampe nicht blinkt, sondern mal da brennt, dann weiß ich, der Akku ist kaputt oder tief entladen. Und dann habe ich noch eine andere Möglichkeit, ihn wieder zu refreshen. So, das ist jetzt nur eine kleine Testbatterie. Der Wandler von 12 auf 220 Volt funktioniert natürlich nicht ohne Batterie. Und hier haben wir auch nochmal einen Solarladeregler. Und was ihr da seht, das sind zwei Solarpanels a 100 Watt. Das sind so Klapppanels. Die kann man dann überall auch draußen aufstellen oder an den Fenstern aufstellen. Im direkten Sonnenschein haben sie natürlich nur diese 100 Watt Leistung, ansonsten haben sie weit weniger. Aber man kann behelfsmäßig Akkus laden, auch wenn man keinen Netzstrom mehr hat. Zum Laden meiner Akkus benutze ich ein Caravan-Ladegerät. Das hat einen Überspannungsschutz, einen Kurzschlussstromschutz und liefert 4 Ampere. Damit halte ich alle meine Akkus soweit schon mal auf einem vollgeladenen Zustand. Es hilft nichts, wenn man da erst anfängt, damit Solar zu laden, sondern ihr solltet schon daran denken, eure Akkus vorzuladen und regelmäßig zu prüfen, wie voll sie denn noch sind. Welche Betriebsspannungen die dann haben, wenn sie leer werden, ja, das entnehmt ihr am besten Google. Google ist immer sehr gut oder ihr benutzt eine andere Suchmaschine. Ich benutze Google nicht mehr. Aus, naja, sagen wir mal, Google speichert mir zu viel mit. Uhrzeit und Uhrzeiten. Wenn ihr Glück habt, dann habt ihr noch eine schöne Uhr, die ein digitales Laufwerk hat und mit Batterien geht, also auch auf AA- oder AAA-Akkus umzustellen sind. Sollten die eine Zeitsynchronisierung haben und ja, der Blackout trifft Deutschland, dann habt ihr auch keine Atomuhr mehr, die die Dinger synchronisiert. Dann habt ihr Glück, wenn die einfach so normal weitergeht. Oder ja, Pech, wenn sie dann anfängt zu rattern und die Zeit komplett verstellt. Euer Handy? Viele der Handys holen sich mittlerweile die Zeit auch vom Netzwerkanbieter. Die Zeit wird also auch nicht sehr verlässlich sein. Der Strom ist weg, also die Uhren an Küchengeräten, die könnt ihr knicken. Ihr werdet lernen müssen, ohne eine konkrete Zeit zu leben. Wenn es hell wird, wird es hell, wenn es dunkel wird, ist der Tag vorbei. Zu dem in dem anderen Video erwähnten Zeitmanagement. Ihr solltet jegliche Art von Arbeit immer auf alle aufteilen. Und ja, vielleicht sogar erwägen, dass einer immer dasselbe macht, wenn es nicht zu langweilig wird für ihn. Und ja, dann hat man einen Ansprechpartner, wenn was nicht gemacht ist oder nicht funktioniert. Denn es muss schon verlässlich alles gemacht werden. Und zwar jeden Tag. Nicht bloß einmal in der Woche oder einmal im Vierteljahr. Da ist die Krise hoffentlich schon längst vorbei. Habt ihr das Glück, ein medizinisches Fachpersonal zu eurem Haushalt zählen zu dürfen? Sprich, eine Arzthelferin, so ist das natürlich euer Hauptansprechpartner, wenn etwas passiert. Allerdings sollte dann jeder auch noch einen Erste-Hilfe-Kurs haben, den sollte er vielleicht alle ein, zwei Jahre wiederholen. Und man sollte immer eine Ersatzperson parat haben,
Wenn es also nur eine Fachkraft gibt, dann sollte die wenigstens jemand anderem so weit anlernen, dass der die nötigsten Dinge auch machen kann. Aus dem Rettungsdienst gibt es so ein schönes Büchlein. Da stehen die Diagnosen drin, die man vor Ort machen kann. Es gibt auch noch andere Literaturen, sind die Kinderkrankheiten und Krankheiten beschrieben und was man dann tun kann, wenn man davon betroffen ist. Sowas zu Hause zu lagern, ist sicherlich nicht falsch. Dann habt ihr sicherlich auch Menschen in eurem Haushalt, die auf andere Fertigkeiten zurückgreifen können, auf anderes Wissen. Sei es jetzt jemand, der schreinern kann, jemand, der Erfahrung in Metallbearbeitung hat. All das könnt ihr mit einbeziehen. Ja, es macht dann wenig Sinn, wenn ihr was zu reparieren habt, das eigentlich jetzt eine Fachkraft im Metallhandwerk bedarf, dann zu sagen, ja gut, das macht halt jetzt jemand, der eigentlich für uns kocht, weil der Kochen einfach unschlagbar ist. Macht wenig Sinn. Was ihr auf jeden Fall braucht, und da müsst ihr jemanden nehmen, der wirklich mit beiden Beinen im Leben steht, ist Sorgentante oder Sorgenonkel. Also jemand, der die Motivation innerhalb eurer Gemeinschaft hochhält, dem auffällt, wenn es irgendjemand schlecht geht, der dann auch bereitsteht, mal zuhört, vielleicht auch mal einen kleinen Rat gibt, vielleicht auch mal jemand nur tröstet. Denn die Krise ist nicht nur körperlich sich auswirkend, sondern das Gemüt und die Motivation ist, naja, nach einer längeren Zeit, nach ein paar Tagen schon ein bisschen am Bröckeln. Da solltet ihr auf jeden Fall jemand haben, der Beistand leisten kann. Was macht ihr, wenn jemand an eure Haustür klopft? Die Klingel geht ja nicht mehr, außer ihr habt vielleicht eine akkugeschützte Lösung. Haben wir zum Beispiel hier mit Batteriebetrieb. Auch der Geber ist mit Batterie betrieben. Also wir würden sogar die Klingel noch hören. Aber was macht ihr, wenn da jetzt jemand vor der Tür steht und ja, zu euch rein will oder um Essen bittet? Wenn ihr meinen Rat beherzigt, dann lasst die Rollos, soweit es geht, unten und vermeidet, an die Fenster zu gehen, sodass man euch sieht. Dann habt ihr schon mal das Problem nicht. Und derjenige, der dann klopft oder klingelt, wird vielleicht nach einiger Zeit gehen, wenn für ihn offensichtlich wird, da ist nichts zu holen, da ist niemand da, der mehr aufmacht. Also eine Gewissensfrage. Wenn jetzt jemand draußen steht mit einem kleinen Kind am Arm, eine Mutter mit einem Säugling oder mit einem Kleinkind, ob man dann hilft oder ob man sagt, naja, wir brauchen das Zeug für uns. Diese Entscheidung, die kann euch keiner abnehmen. Aber eins müsst ihr bedenken, helft ihr und die Person geht wieder und erzählt das rum, dass sie was bekommen hat, dann stehen am nächsten Tag nicht nur eine Person vor eurer Tür, sondern Dutzend. Und ob ihr die dann wieder loswerdet und ob die dann auch friedlich wieder gehen, wenn ihr ihnen nichts gebt, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Daher ist mein Rat, fangt erst gar nicht damit an. Klar, es ist hart, die Leute wegzuschicken. Es ist vielleicht auch hart, gute Freunde wegzuschicken, denen man die letzten 10 Jahre erzählt hat, bereitet euch auf eine Krise vor. Die Krise kommt, sie haben sich nicht vorbereitet, aber sie wissen, naja, sie glauben, ihr habt das gemacht, ihr habt sie immer gepredigt und stehen dann vor eurer Tür. Es ist dann schwer zu sagen, ignorieren wir. Und noch schwerer zu sagen, ich konfrontiere mich mit ihnen und sage, tschüss, auf Wiedersehen, ihr könnt wieder gehen. Von mir kriegt ihr nichts. Ein etwas kritischeres Thema ist die Heimverteidigung. Ihr habt ja das Hausrecht und auch außerhalb der Krise ist eure Wohnung eigentlich ja ein Tabubereich, in dem auch die Ordnungskräfte nicht so ohne weiteres eindringen können. Aber was macht man? Wie bereitet man sich darauf vor, dass da was sein könnte? Erstens mal, man legt natürlich an jedem Zugang schon mal griffbereit Dinge, mit denen man sich notfalls wehren kann. Muss man natürlich auch nur, wenn man die Tür aufmacht oder jemand die Tür eintritt.
Es nützt also nichts, wenn ihr irgendwo zentral eure Sachen lagert, die ihr zur Verteidigung braucht, aber dann nicht parat habt, wenn ihr gerade nicht in diesem Raum seid. Das bringt nichts. Also an jeder Tür was hin. An die Verandatür, an die Eingangstür, an die Tür zum Abgang zum Keller, an die Tür, wo die Keller dann in die Garage geht, vorne am Garagenrolltor. Da solltet ihr übrigens auch sicher gegen hochschieben. Das geht oft ganz einfach, indem man eine längere Latte zwischen Decke und Rolltor einklemmt. Relativ einfach, aber wirkungsvoll. Zum Punkt Garage. Vielleicht habt ihr euer Auto noch vor der Krise in die Garage gefahren, vielleicht auch noch kurz nach dem Stromausfall schon mal reingestellt, vorsorglich. Die meisten Garagentüren sind elektrisch, aber man kann die auch mechanisch nach unten ziehen. Also da wird einfach dann die Kette entriegelt und dann kann man die so runterfahren, runterziehen und dann ist das Auto schon mal drin. Ihr habt sicherlich dann auch oder hoffentlich dann auch Ersatzkanister in eurer Garage. Die würde ich dann allerdings umverlagern von der Garage in den Keller. Da sind noch mal zwei Türen mehr dazwischen. Und ja, so habt ihr dann den Treibstoff noch, wenn ihr ihn wirklich braucht. Warum sage ich das? Lasst das Auto draußen stehen, dann könnt ihr mit Sicherheit sein, dass es Vandalen zum Opfer fällt. In Berlin nach ein paar Tagen Stromausfall haben die Autos gebrannt, man hat die angezündet. Oder ja, man klaut euch einfach den Diesel oder das Benzin aus dem Tank. Die neuen Autos haben zwar eine Schutzklappe drinnen verbaut, aber mit ein bisschen Übung kommt man an der auch vorbei. Also, Auto in die Garage ist immer besser, als sie draußen stehen zu lassen. Und dann könnt ihr auch in der Garage, wenn wirklich ihr vorhabt, mit dem Auto zu fliehen, also aus dem Haus raus müsst, warum auch immer, erstens den Kofferraum zu beladen, sofern ihr genug Platz habt in der Garage, damit das noch möglich ist. Und ja, dann Rolltor hoch, Auto raus, Vollgas und weg. Ja, nur wieder zum Thema. Wenn da jemand sich vor euer Auto stellt und euch vom Weiterfahren hindern will, nicht gerade eine Uniform anhat, auch eine Gewissensfrage. Bremst ihr dann ab, um nicht ihn zu verletzen? Oder fahrt ihr einfach weiter, weicht ein Stück weit aus vielleicht? Ich persönlich würde Letzteres tun. Ich würde nicht bremsen und nicht anhalten in einer Krisensituation. Selbst wenn da jetzt nur ein Mensch zu sehen ist, wer sagt euch nicht, dass um die Ecke herum nicht nochmal 5 Leute stehen, die euch dann das Auto wegnehmen und das, was ihr eingeladen habt? Also ich würde nicht bremsen. Ich würde dann versuchen, dahin zu kommen, wo wir eine weitere Planung haben, unseren Fluchtort oder einen Zwischenort, wo man hin kann. Aber die meisten werden diese Chance nicht haben. Das Auto wird irgendwann mal, ja, stehen bleiben müssen, weil draußen das Chaos schon so stark fortgeschritten ist, dass ihr mit dem Auto nicht mehr wegkommt. Dann bleibt euch halt nur die Flucht zu Fuß. Und da habe ich ja schon im anderen Video was gesagt, wie ihr da vorgehen solltet. Auch zu diesem UBB, den ihr benutzen könnt im Back-In oder benutzen sollt im Back-In-Fall. Der wird euch eine große Hilfe sein. Viele dieser Sachen werden euch gar nicht erst erzählt. Die Leute sagen, ja, legt euch Vorräte an und legt euch Wasser an und Hygieneartikel. Aber so die Kleinigkeiten, wie diese Sache mit das Abwaschwasser dann für die Toilettenspülung zu benutzen, das sagt euch in Wirklichkeit nicht jeder. Das werdet ihr auch sehr selten finden, weil die Leute auch selbst da gar nicht dran gedacht haben.